Ja, servus Leute. Ich bin hier am Stand von EcoFlow auf der Intersolar in München. Ich habe mir den Alex mal mit hier dazu geholt, junge, dynamische Mitarbeiter. Und will mir mal anschauen, was es Neues von EcoFlow gibt. Da interessiert mich ganz besonders die Power Ocean oder Power Flow Ocean. Nee, Power Ocean Power ist richtig. Ocean. Ne? Genau. Und natürlich der Power Stream für Balkonkraftwerke. Und da wird der Alex hier jetzt mir was dazu erzählen. Ja, Alex, also wir stehen jetzt vor der Power Ocean. Und willst du mal kurz erzählen, was ist die Besonderheit? Wo seid ihr besonders stolz drauf bei dem Produkt? Was zeichnet es aus? Genau. Hier ist so aktuell unser neues Produkt, das ist die Power Ocean mit einem 10 und 14 kW Hybridwechselrichter und einem Batteriespeicher von 5 bis 45 Maximalkapazität. Wir haben also 45 kWh? Genau, wir können bis 9 Module hochstapeln oder parallel schalten, haben ein 800 Volt Bussystem. Die Batteriespeicher sind sehr sicher. Wir haben ein aktives Aerosol-Löschmodul. Falls die Batterie sich erhitzen sollte oder irgendwelche Fehler passieren, löst dieses Modul aus und löscht dann, wenn ein Brand entstehen sollte, die Batterie. Gleichzeitig haben wir die Option eines Backuploads. Das heißt, bei Stromausfall gibt es die Möglichkeit, das Haus weiter mit Strom zu versorgen. Drei Phasenstrom, 10 kW, sowie auch die Möglichkeit, über die App zu steuern, wohin der Strom fließen soll. Das ist voll ins Haus integriert in das normale Hausnetz und kann dann also auch im Falle eines Stromausfalls das Netz trennen, das eigentliche Netz. Genau, wir haben einen verbauten DC-Trennschalter und AC-Trennschalter und bei Verlust des Stromes vom Netz wird automatisch umgestellt auf die Backupload und kann das Haus dann dementsprechend mit den Stromkreisen versorgen, wie zum Beispiel Kühlschrank, Licht oder weiteres. Und wie ist es von der Installation? Ist es aufwendiger zu installieren als andere Systeme oder ist es einfacher oder ist es einfach so Standard, wie man es auch von anderen Wechselrichtern und Akkuherstellern kennt? Tatsächlich hatte ich schon das Privileg, eine Power Ocean selber installieren zu dürfen und ich muss sagen, das ist das einfachste System, was ich verbaut habe. Der AC-Anschluss ist tatsächlich sehr, sehr einfach, weil wir einen Klemmblockstecker haben. Das heißt, die Zuführung mit der Zuleitung geht relativ schnell. Durch den kabellosen Batteriespeicher ist eine Plug-and-Play-Lösung entstanden, womit man einfach den Batteriespeicher erweitern kann. Und somit kann also wird einfach gestapelt und genau, verbindet sich alleine? Genau, wird aufeinander gesteckt. Wir haben unten zwei Anschlüsse, die dann auch wasserdicht sind. Und dementsprechend kann man, wie gesagt, den Batteriespeicher bis 45 kW ausbauen, also 9 Module maximal übereinander oder nebeneinander platzieren. Okay, jetzt die Frage. Also ich habe zum Beispiel den Powerstream bestellt, den habe ich mittlerweile wieder zurückgeschickt, weil es kein Kabel dafür gab. Jetzt gucken wir nochmal, ob auch alle Kabel mit dabei sind, die man erwarten würde. Oh, das sieht irgendwie nicht ganz so gut aus, ne? Tatsächlich. Also das Kabel, was ich benötigen würde, ist nicht dabei. Das hätte EcoFlow natürlich auch mal an die Beschreibung wieder zupacken können. Da bin ich jetzt echt ein bisschen gaschig. Weil man blickt gar nicht durch, welche Kabel dabei sind. Na, ganz toll. Hier muss ich jetzt kurz nochmal einhaken. Die gut informierten EcoFlow-Kunden, die wussten das, dass die Kabel passend zu den entsprechenden Powerstations, die man verwenden möchte, mitgeschickt werden. EcoFlow hat sich also entschieden, nicht zahlreiche Kabel mit dazuzugeben, wo dann ein Teil nicht verwendet wird, sondern man muss das dazu kaufen. In meinem Fall, glaube ich, 29 Euro extra. Liefertermin aber erst Ende Juni. Das hat mir einfach viel zu lang gedauert. Und ich bin noch nicht der Einzige, dem das nicht klar war mit den Kabeln. Ich blende hier mal exemplarisch einen Facebook-Post eines anderen EcoFlow-Gruppenteilnehmers auf Facebook ein. Also ich bin ja der Einzige, der es einfach nicht kapiert hat, dass da nicht alle Kabel mit dabei sind. Und EcoFlow kann nach meinem Kenntnisstand teilweise passende Kabel zu den entsprechenden Powerstations nicht liefern. Das heißt also, manche Kunden haben schon die EcoFlow bekommen, vielleicht auch schon diese Powerplugs, da gehen wir später noch drauf ein, aber haben keine Kabel, um es dann wirklich mit der Powerstation betreiben zu können. Das ist also so ein bisschen unglücklich gelaufen, zumindest nach meiner Meinung. Aber wie gesagt, ich war unwissend, war nicht gut informiert, ist vielleicht mein Fehler. Ne? Ich habe da auch einige Häme in der Facebook-Gruppe über mich ergehen lassen müssen. Also, jetzt weiter mit dem Video. Da habt ihr so ein bisschen Probleme. Wie sieht es mit der Lieferbarkeit, mit den Lieferzeiten dann von der Power Ocean aus? Power Ocean kommt wahrscheinlich Ende August ungefähr, ist noch nicht final. Da kann aber die Magda tatsächlich von der PR-Abteilung nachher noch mehr zu sagen, wann wir die ersten Geräte final in Deutschland erwarten können. Okay, kannst du was zu den Preisen sagen? Weißt du da schon was oder ist das noch nichts Offizielles? Da dann auch bitte tatsächlich an Magda wenden, die hat alles zusammen und kann dann dementsprechend mehr Infos geben. Okay, dann danke ich dir erstmal, Alex, dass du zur Verfügung standst und ich finde es ein sehr interessantes Produkt. Wenn jetzt der Preis noch stimmt, dann ist es natürlich super. EcoFlow ist ja schon, ein Premium-Produkt, also wird der Preis wahrscheinlich nicht ganz so niedrig sein. Aber ich lasse mich überraschen, vielleicht werde ich positiv überrascht. Danke dir auf jeden Fall. So, das war jetzt also der Alex von EcoFlow und jetzt haben wir auch noch das Genie hinter der Software, also eins der Genies, einen der Entwickler, und zwar den Marc, der kann ein bisschen was zur Software erzählen und dann auch zum Powerstream.
Und den befragen wir jetzt natürlich auch nochmal. So, Marc, jetzt noch eine Frage zur Software von der PowerOcean, weil der Alex hat gesagt, da gäbe es irgendwelche Besonderheiten. Worauf seid ihr da besonders stolz? Also wir haben bei uns integriert Widgets. Normalerweise hast du eine relativ statische Oberfläche in der App und bei uns kannst du die Oberfläche selbst verändern. Wir haben zum Beispiel Weather Forecast, also Wettervorhersage integriert und der Endnutzer kann sich alles so anordnen, wie er möchte. Außerdem hat man mit einem Blick schon immer alles im Blick. Also alle Verläufe sind auf dem ersten Bildschirm zu sehen und man kann aber auch die Bildschirme anpassen. Das heißt, die Software in der App, die ist mega intelligent gestaltet, sodass der User die beste User Experience hat, sagt man heute. Ja, ne? Ja. Ich habe schon ganz viel gelernt. Ja. Und wie erkennt die Anlage, wie viel Strom im Haus abgenommen wird? Habt ihr auch ein Smart Meter oder wie löst ihr das? Ja, wir haben ein Smart Meter Gateway natürlich. Das musst du ja haben, um die Stromflüsse sehen zu können. Und am Ende des Tages ist ein Hybrid-Wechselrichter mit einer Batterie, wie man die Systeme schon kennt, nur mit einer anderen Technik dahinter. Wir haben da viel weiter gedacht. Wir haben mit Gallium Arsenid Technik integriert und unsere Batterien sind sehr speziell. Was für eine Technik nochmal bitte? Das ist Gallium Arsenid, GAN. Das ist so die Technik, die im Prinzip im Moment das größte Hightech darstellt, am wenigsten Verluste hat. Okay, habe ich noch, also ich, für mich ist es jetzt Neuland, habe ich bisher noch nicht gehört, aber das werde ich nochmal googeln und dann hier vielleicht auch nochmal einblenden. Unsere Batterien sind nicht nur super schmal, sondern das ist ein 48-Volt-System, aber nur intern. Extern ist es immer ein 800-Volt-Bus-System und deswegen kannst du auch nach 10 Jahren hier noch eine Batterie drauf tun, die neu ist und mit einer alten kombinieren, weil jede Batterie ein unabhängiges BMS hat und selbst wenn sich die Zellchemie verändert nach 5 Jahren, ist das völlig egal. Jede Batterie ist sozusagen autark und spielt gar keine Rolle, ob die jetzt gealtert ist oder nicht. Immer 800 Volt Bussystem. Innerhalb von 5 Minuten ist der Turm zusammengebaut. Da sind nur 2 Halter hinten dran, keine Kabel. Einmal die Verbindung zum Wechselrichter, zum Smart Meter herstellen, fertig. Und die Einrichtung der App für den Installierer dauert ungefähr 5 Minuten. Also jeder, der schon eine Anlage gebaut hat, weiß, dass es sonst länger dauert. Also das mit den 5 Minuten, das sagt Fronius auch. Und ich war schon mal dabei, wie einer aufgebaut wurde. Es gibt dann doch ab und zu auch mal Probleme. Aber wenn du sagst 5 Minuten, also der sich mit auskennt, schafft das vielleicht. Aber ich glaube, für einen Installateur, der es das erste, zweite Mal macht... Nein, für einen Installateur, der einmal unser Training gemacht hat, 5 Minuten. Bei uns ist es aber so, man braucht gar keinen Kunden-Wi-Fi. Normalerweise musst du ja den Kunden erst nach dem Wi-Fi-Schlüssel fragen und so weiter. Brauchst du hier nicht. Du kannst per Bluetooth mit dem Tablet, Laptop, Handy mit unserer Installer-App draufgehen. Du kannst auch im Vorfeld schon die Konfigurationen machen und brauchst beim Kunden keine große Zeit aufwenden. Und es sind nicht so viele Punkte, die eingestellt werden müssen. Das heißt, das ist auch ein intuitiver Prozess, wo man durch die Installation durchgeführt wird. Das ist wirklich super einfach. Das war Ziel der Entwicklung, es so einfach wie möglich zu machen, weil ich vorher wusste, welche Probleme es am Markt gibt. Wir sagen hier, wenn im Schaltschrank alles gut geht, ist man in einer Stunde fertig. Okay, gut. Noch irgendwelche Besonderheiten von der PowerOcean, die du noch hervorheben willst? Ja, wie gesagt, wir haben ja natürlich auch einen Feuerlöschpack integriert. Hat der Alex schon erzählt? Ja, es ist super dünn, ist mega schnell aufgebaut. Nach 10 Jahren hat man noch die Möglichkeit, eine Batterie draufzusetzen. 15 Jahre ist die Standardgarantie. Jederzeit upgradebar auf 25, bis zu 25 Jahre. Ihr gebt 15 Jahre Garantie auf den Akku? Ja, weil wir Zellen haben, die 6000 Zyklen haben bis 70%. Genau. Also da bin ich jetzt echt beeindruckt. Das habe ich noch gar nicht gehört. 15 Jahre, das ist, glaube ich, bisher... Also gibt es das in der Branche nochmal? Gut, du wirst jetzt die Konkurrenz nicht nennen, aber ich denke mal, das ist wirklich hervorzuheben, das ist richtig. Also gerade die bis zu 25 Jahre, die gibt es in der Branche nicht und 15 Jahre als Standard gibt es nicht. Wie gesagt, wir haben Zellen von CATL mit 6000 Zyklen bis 70% State of Health, das ist also dieser Fachterminus und die sind eben auch einzigartig. Die sind auch relativ neu, aber CATL hat die getestet und kann eben auch die Leistungsgarantie geben. Okay, dann ich gehe davon aus, das war's zu PowerOcean. Und dann gehen wir jetzt mal weiter zu PowerStream. Das ist ja dein persönliches Lieblingskind, dein Baby. Da gehen wir jetzt mal hin. Ja, und hier machen wir jetzt einen kleinen Schnitt. Das Thema PowerOcean behandeln wir dann im zweiten Teil zu meinem Besuch auf dem EcoFlow-Stand. Der Marc hat da richtig viel dazu zu erzählen gehabt. Und man hat auch gesehen, dass er da mit Herz und Seele mit dabei ist, also sein ganzes Herzblut in dem Projekt steckt. Und ich denke auch, dass die PowerStream sogar das interessantere Produkt ist im Vergleich zu PowerOcean. Da könnt ihr also gespannt drauf sein, was der Markt da zu erzählen hat. Aber das Ganze gibt es dann wohlgemerkt im zweiten Teil. Für dieses Video soll es das gewesen sein. Wenn ihr Fragen habt, Anregungen oder Kritik, wie immer unten gerne in die Kommentare. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da und ein Abo ist wohl obligatorisch, sonst verpasst ihr das nächste Video.